Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Gerade ist ein wenig die Sonne herausgekommen. Ich hoffe, es hält und ich muss nicht abbrechen wegen Regen. Ich habe selten einen dermaßen kalten und verregneten Sommer erlebt, zumindest schon lange nicht mehr wie diesen. Und das passt auch gut zu unserem Thema heute. Es gibt heute einen klaren und harten Appell, und zwar unter dem Motto Klimagedöns beenden. Ich halte das für extrem wichtig. Es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Kreieren Sie Aufkleber, Banner, wie früher die Grünen. Erinnern Sie sich, die hatten solche Aufkleber, da stand drauf Schwerkraft, nein danke. Oder ich glaube, nee, Atomkraft, nein danke war es. Genau. Also relativ sinnfrei, aber Sie kennen die runden gelben Aufkleber mit der roten Sonne. Immerhin war es eben entsprechend eine Verbreitung dieser Idee. Und jetzt muss eben die Idee verbreitet werden, das Klimagedöns zu beenden. Und wir müssen in die Offensive gehen. Wir dürfen nicht weiter uns in die Defensive drängen lassen von den Klimafanatikern, sondern wir müssen jetzt zum Gegenangriff blasen. Es muss heißen Klimapolitik, nein danke, oder wie gesagt besser Klimagedöns. Oder wegen mir auch international auf Englisch, zum Beispiel Stop Climate Policy. Dass Klimapolitik Unsinn ist, wissen Sie, aber hier nochmal die Argumente für alle Glaubensrichtungen. Erstens, wenn Sie glauben, CO2 und Wetter haben nichts miteinander zu tun, bravo, Sie haben es verstanden. Genau so denke ich auch und ich kenne mich in der Atmosphärenphysik aus. Es ist also nicht so abwegig, wie manche glauben. Es gibt gute Gründe dafür, so zu denken. Und wenn CO2 und Wetter nichts miteinander zu tun haben, dann ist dem ganzen Klimagedöns natürlich jegliche Grundlage entzogen. Zweitens, falls Sie glauben, es gäbe einen Zusammenhang zwischen CO2 und Wetterereignissen, dann wäre es aber doch so, dass der Einfluss vermutlich sehr klein wäre. Die Verstärkungseffekte, die hier jetzt von verschiedenen Modellrechnern auf Befehl der Politik kreiert worden sind, die sind doch an den Haaren herbeigezogen. Entscheidend für die Temperaturen sind natürlich die Wolken und CO2, wenn es denn überhaupt einen Effekt hätte, was ich nicht glaube, wie gesagt, aber wenn es einen hätte, dann wäre der Effekt doch vernachlässigbar. Und es gibt auch kaum einen seriösen Wissenschaftler, der wirklich an die Klimaapokalypse glaubt. Trotz hohem politischem Druck würde sich doch jeder Wissenschaftler in den Bereich des völlig Unseriösen bewegen. Also macht das natürlich keiner. Die Panikmache, die ist völlig überzogen, sie ist unseriös, sie ist rein politisch. Und wenn dem so ist, wenn es also einen kleinen Effekt gäbe, wenn es also einen Klimawandel gibt hin zu etwas wärmeren Temperaturen, der natürlich auch natürliche Ursachen haben könnte, aber eben wegen mir auch andere Gründe, dann wären Wärmetemperaturen besser. Sie hätten mehr Vorteile als Nachteile. Also, warum dagegen kämpfen? Hoffen, dass wieder schöneres Wetter wird als derzeit und sich zurücklehnen. Der Kampf gegen den Wandel des Klimas macht einfach keinen Sinn. Drittens, wenn Sie tatsächlich zu denjenigen gehören, zu den wenigen, die an die Katastrophe glauben, an die Überhitzung des Planeten, an den Teufelskreislauf in die Hölle, Sie können es nicht verhindern. China, Indien, Afrika, da spielt die Musik. Alle wollen mehr Wohlstand, raus aus dem Elend und das geht nur mit Energie. Deutschland oder die EU spielen keine Rolle, auch wenn sie noch so
selbstzerstörerische Politik betreiben. Klimapolitik funktioniert nachweislich sowieso nicht. Der Tanz um das Klimakalb kostete bereits Billionen von Euro. Und was ist der Effekt? Der Effekt ist nicht einmal messbar. Dabei wollen die Klimaplanwirtschaftler ja den CO2-Gehalt der Atmosphäre steuern. Sie wollen also maßgeblich eingreifen. Und zwischen nicht messbar und steuern, da liegen Welten. Das würde also, wenn man das mal hochrechnet, Tausende Billionen oder Millionen Billionen kosten, also unendlich viel Geld. Und der Effekt, wenn es dann überhaupt einen gäbe, der wäre immer noch fraglich. Es wäre immer noch fraglich, ob es denn überhaupt einen gäbe. Also die ganze Politik, die ganze Klimapolitik ist reine Heuchelei, zumindest so, wie das bisher angedacht und betrieben worden ist. So geht es nicht, so geht es auf gar keinen Fall. Falls Sie also unbedingt den Drang verspüren, menschlich gemachtes CO2, also die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl, falls Sie das reduzieren wollen, dann spenden Sie bitte Ihr gesamtes Taschengeld an Kernkraftwerke. Das würde mindestens 100 Mal mehr bringen als alles andere. Wichtig dabei, lassen Sie mich und andere in Ruhe. Ich möchte mein Geld für andere, aus meiner Sicht sinnvollere Dinge ausgeben. Die ganze Klimapolitik ist aber nicht nur sinnlos, sie ist extrem schädlich. Wie gesagt, kostenmäßig ist es ein Fass ohne Boden. Das wird klar erkennbar derzeit. Die Klimapolitik vernichtet die wirtschaftliche Existenz unserer Volkswirtschaft. Es ist die pure Zerstörung der Lebensgrundlagen für die nächste Generation. Daher mein Appell vor allem an die Jugend. Meine Generation hat entweder die Schäfchen schon im Trockenen oder kann am eigenen Wohlstand nicht mehr viel ändern. Aber die jungen Leute, die wollen doch was erreichen. Die jungen Leute wollen Werte schaffen. Sie wollen einen Sinn im Leben. Und daher mein Appell in die Jugend: Kämpft gegen diesen ganzen Klimagedöns. Das muss weg. Das muss alles weg. Nur dann kann die Jugend sich wieder frei entfalten. Natürlich ist das nicht alleine entscheidend. Also Klimapolitik abschaffen alleine reicht natürlich nicht. Es braucht auch noch Freiheit statt Sozialismus. Das heißt, eben entsprechende Rahmenbedingungen, marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen, nicht zu viel Bürokratie, nicht zu viel Staat, am besten ganz wenig Staat. Keine Bevormundung, sondern Rahmenbedingungen, die optimal zur freien Entfaltung beitragen können. Und dann steht eine goldene Zukunft den jungen Leuten bevor. Aber Klimapolitik, wie gesagt, macht alles kaputt. Das muss auf jeden Fall weg. Das bedeutet Armut, Elend, Hunger, Krieg, Umweltverschmutzung, Müllberge, Seuchen. Klimapolitik bringt Deutschland und Europa in die dritte Welt. Und Sie können ja mal eine Weltreise machen und sich die ärmsten Länder dieser Erde ansehen, wie es da aussieht. Wenn Sie möchten, dass es bei uns genau solche Zustände hat, dann brauchen Sie nichts tun. Ansonsten bitte in die Offensive gehen, Klimagedöns abschaffen. Eine gute Zukunft gibt es nur ohne Klimapolitik. Also jegliches Klimagedöns streichen, Klimaneutralität, weg damit, Verbrennerverbot rückgängig machen und zwar sofort, Heizungsgesetz, nein. Politisch ist das die wichtigste Zukunftsfrage und daher nochmal mit allem Nachdruck: Klimagedöns beenden, stopp, weg damit. Dann
können wir weitersehen, dann gibt es wieder eine Chance auf eine gute Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.